Servus Leute, ich bin der Giganti und ich begrüße euch zum heutigen Video. Im heutigen Video wollen wir uns anschauen, was wir alles während den Feierlichkeiten Liebe liegt in der Luft machen können. Quests, Dungeons, Belohnungen und all das erfahrt ihr nach dem Intro. Ihr wisst nicht, was euch erwartet. So, da sind wir auch schon wieder zurück und nachdem das ein etwas längeres Video wird, möchte ich euch die ganzen einzelnen Abschnitte unten in der Videobeschreibung auch einmal verlinken. Dann könnt ihr genau zu dem Teil des Videos springen, der euch interessiert und wir starten dann direkt mit dem Spiel. So, und da sind wir auch schon und ich möchte hier beginnen mit eigentlich der Questreihe des Liebeshochfest. Dafür müssen wir hier einmal bei Detektiv Snap Schnappholz oder Snap Schnappholz, je nachdem wie man es aussprechen will, die Quest annehmen. Äquivalent dazu gibt es das natürlich auch in Sturmwind. Kann ich euch jetzt hier auf Hordenseite leider nicht zeigen, werde ich euch unten aber den NPC auch einmal in der Videobeschreibung verlinken. Wir müssen jetzt hier die Quest annehmen und bekommen dann da einen Questgegenstand, das Luftanalysegerät, und wir sollen jetzt einmal die Luft um diese Wachen herum analysieren und genau das werden wir jetzt auch 6-mal machen. Wichtig ist, dass wir da 6-mal verschiedene Wachen benötigen. Das heißt, wir können das nicht 6-mal auf dieselbe machen. Aber hier im Tal der Stärke stehen ja zum Glück genügend Wachen herum, so dass man eigentlich immer wieder eine findet, bevor der Cooldown von diesem Item ausgelaufen ist. Und 6 Stück sind jetzt auch nicht so viele. Ihr seht, ich bin damit schon fertig. Und dann können wir auch direkt zum Detektiv Schnappholz zurückkehren. Hier beenden wir einmal die Quest. Und als nächstes sollen wir als Lieferbursche verkleidet zum Vorratslager der Chemiemanufaktur Krone vor den Toren von Orgrimmar gehen. Und auch das werden wir jetzt direkt mal machen. Dafür werden wir einmal verkleidet. Es ist als Druide sinnvoll, einmal die Gestalt zu verlassen. Wir haben 2 Minuten in Buff, das heißt, wir sollten hier auch direkt loslaufen. Übrigens, das ist hier, sobald man die Quest annimmt, Autowalk mit erhöhter Geschwindigkeit. Deshalb einfach hier rausrennen. Wie gesagt, vor die Tore, das ist einmal rausgehen und dann links abbiegen. Und dann hat man das Lager auch fast schon erreicht. Genau hier ist das Ganze. Wir bekommen eine Kiste und sollen diese dann auch direkt zum Detektiv zurückbringen. Wir haben jetzt hier die Schmuggelware auch als Buff bekommen. Das heißt, ja, wenn man sie verliert, muss man einfach nur wieder zurückgehen. Wenn man aus welchen Gründen auch immer den Buff wegklickt, muss man natürlich auch wieder zurückkehren. Aber an für sich ist das überhaupt kein Problem. Und das schafft man, wenn man nicht pausiert zwischendrin, auch definitiv in den 2 Minuten. Da braucht man sich gar nicht anstrengen. So, dann wird als nächstes die Verkleidung automatisch weggenommen. Wir können die Quest beenden. Und sollen dann hier auch in Orgrimmar bleiben und einmal hierhin zur Reiseausstattung. Das ist hier ein Geschäft. Und sollen hier die Kiste abgeben. Als nächstes werden wir wieder zurück ins Tal der Stärke geschickt. Und zwar genauer gesagt Force Auktionshaus. Oder ins Auktionshaus. Und sollen hier etwas herumspionieren. Genauso wie dann gleich noch in der Bank und beim Barbier. Sobald wir diese Gebäude betreten, werden wir automatisch gestunt. Wir können hier dem Dialog zuhören und dann geht es auch schon weiter. Dasselbe jetzt nochmal bei der Bank und dann gleich noch beim Barbier. Also wir können uns hier nicht bewegen, müssen eben kurz warten. Dauert einfach kurz.
dann können wir auch schon wieder weitermachen. Genau. Zum Schluss zum Barbier. Der befindet sich hier oben. So. Und auch hier werden wir noch einmal gestunt. Kurz warten. Dann verschwindet er und wir können uns wieder bewegen. Und dann können wir die Quest auch schon wieder abgeben gehen. Wieder in der Gasse, wieder in dem Laden, in dem wir gerade eben schon waren. Einfach hinfliegen und die Quest abgeben. So, und als nächstes sollen wir Flenny Rostraketes Geschäftsbuch einsammeln. Und zwar sollen wir das von dem Typen stehlen, den wir eben hinterher spioniert haben, nämlich Flenny Rostrakete. Und den sollen wir abfangen hier bei den Zeppelinen. Und jetzt ist wichtig, wir müssen nicht, wie es vielleicht der Kreis vermuten lässt, hier, ich zoome mal kurz in die Minimap rein, hier oben auf den Turm rauf, sondern nein, wir müssen hier unten am Turm mit diesem NPC interagieren. Ihm einmal drohen. Und dann bekommen wir auch schon das Geschäftsbuch. Das müssen wir jetzt abgeben. Und zwar wieder beim Detektiv. Nicht in der Gasse, wo wir eben waren, sondern beim Detektiv. Wieder hier vorne im Tal der Stärke. Das Geschäftsbuch abgeben. Und dann haben wir diese Questreihe auch schon abgeschlossen. Als nächstes kommen die täglichen Quests, da starten wir jetzt ein neues Kapitel und wenn euch dieser Guide bis hier gefallen hat, dann würde ich mich über ein Abo sehr freuen, das wäre wirklich gigantisch und würde mich riesig unterstützen. Also machen wir jetzt weiter mit den täglichen Quests, da gibt es einmal diesen hier, die Krone zerschmettern, dafür müssen wir 12 Mitarbeiter der Chemiemanufaktur Krone töten südlich von Burg Schattenfang. Dafür müssen wir dann einmal in den Silberwald, also rüber in die östlichen Königreiche nach Unterstadt. Das machen wir sofort, denn hier gibt es auch noch was zu tun. Zwei weitere tägliche Quests. Ein Geschenk für den Berater des Kriegshäuptlings. Hier müssen wir einmal Edric in Orgrimmar einen hübschen Glücksbringer Armreif schenken. Und dann müssen wir noch 10 Leute mit dem Duftwasserzauber der Chemiemanufaktur Krone besprühen. Auch das werden wir jetzt hier einmal tun. Ja, das geht ganz einfach. Dafür suchen wir uns hier Spieler aus, die noch kein Herz über den Kopf haben. Das ist ganz wichtig, weil dieses Herz bekommen sie gleich, wenn wir sie besprühen. Und dann werden sie erstmal für eine gewisse Zeit ungültige NPCs. Aber wir können auch hier die ganz normalen Bürger besprühen, jeder, der hier so rumläuft, der eben noch kein Herz über dem Kopf hat, auch Wachen funktionieren. Ja, im Auktionshaus stehen normalerweise auch genügend Leute herum. Da muss man gar nicht so weit laufen. Hier einfach einmal ungefragt jeden damit besudeln, den wir so finden. Und dann sind die 10 Stück auch schon voll und dann können wir die erste tägliche Quest hier direkt auch wieder abgeben. Quest beenden. So, in der nächsten täglichen Quest geht es darum, eben unserem Berater Edric auf Seiten der Horde, bei der Allianz ist es jemand anderes, aber das Prinzip ist dasselbe, einen hübschen Glücksbringer Armreif zu geben. Wie machen wir das jetzt? Mit Annehmen der Quest haben wir ein Item bekommen. Das nennt sich hier Sammelset für hübsche Glücksbringer. Und sobald wir das in der Tasche haben, können wir eben diese hübschen Glücksbringer von Mobs auf der ganzen Welt sammeln, die uns Erfahrung geben. Oder auch NPC, also keine NPC, sondern andere Spieler, die uns Ehre gewähren. Die müssen wir umhauen und damit sammeln wir dann diese Glücksbringer. Das machen wir jetzt nebenher, denn als nächstes müssen wir für die dritte tägliche Quest, ja, wie schon gesagt, einmal südlich Burg Schattenfang in den Silberwald rüber. Und genau das werden wir jetzt einmal tun. Dafür nehmen wir entweder den Zeppelin, beziehungsweise den gibt es ja nicht mehr. Wir nehmen hier das Portal rüber nach Unterstadt. Da ist es jetzt auch tatsächlich egal, in welcher Phase wir uns befinden, da wir ja nicht hier in Tieresfall das Ganze machen müssen, sondern da wir in den Silberwald rüber müssen.
Und genau da fliege ich jetzt auch einmal hin. Das Ganze schneide ich raus. Wir sehen uns wieder direkt vor Burg Schattenfang. So, und da sind wir auch schon im Gebiet angekommen. Und hier müssen wir jetzt einmal 12 Mobs töten und dann noch den Transport mit der Bombe, dem Questgegenstand, den wir bekommen haben, zerstören. Dafür müssen wir uns hier einmal hinstellen, die Bombe werfen und das war's auch schon. Hier gibt es dann nochmal eine zusätzliche tägliche Quest. Da müssen wir 3 Teile des Rezepts sammeln und zum Detektiv zurückbringen. Auch die bekommen wir hier in diesem Gebiet. Also kann man das locker nebenher mitmachen, während man diese 12 Mobs für die andere tägliche Quest tötet. Und hier ist dann auch schon der Punkt, wo wir die Glücksbringer bekommen können, 10 Stück. Das geht ganz automatisch, die müssen wir nicht looten, sobald wir einen NPC töten und wir eben, wie gesagt, dieses Sammelset auf Tasche haben, dass wir, wie gesagt, durch die tägliche Quest automatisch bekommen, sammeln wir die, sobald die Monster hier umfallen. Nicht von allen, aber von den meisten. Die 3 Seiten für die tägliche Quest, die wir hier gefunden haben, haben übrigens feste Punkte. Dafür müssen wir einmal in dieses Gebäude rein, ins obere Stockwerk. Und dann liegt das Ganze hier auch herum. Ah, da hinten im Eck. Es ist einfach schlecht, wenn man ein großer, dicker Taure ist. Dann sieht man in so engen Räumen nicht wirklich viel. Auf jeden Fall, da lag es. Das zweite, beziehungsweise die zweite Seite des Rezepts befindet sich in diesem Gebäude hier, auch dort wieder hinein. Und dann direkt hier neben dem Eingang auf dem Boden. Kann sein, dass einen hier der NPC angreift. Wie gesagt, das kann man wunderbar mit der anderen täglichen Quest kombinieren. Und die dritte Seite für diese tägliche Quest befindet sich hier hinten, einmal im Freien, da müssen wir in kein Gebäude rein, bei dieser Kiste einmal looten und schon haben wir alle 3 Fragmente zusammen und diese müssen wir dann einfach nur unserem Detektiv in Orgrimmar zurückbringen und dann haben wir die Quest auch schon wieder erledigt. Dann aber nicht vergessen, die restlichen Mobs für die andere Quest noch umzuhauen. Ich habe jetzt die 12 getötet, aber erst 4 von diesen 10 Glücksbringern, die wir benötigen, um einen Armreif herzustellen. Die restlichen besorge ich jetzt noch und dann sehen wir uns in Orgrimmar wieder, wo ich euch zeige, wie das Ganze dann funktioniert. Also bis gleich. So, und da sind wir auch in Orgrimmar zurück. Und wir stehen jetzt hier in der Feste Grommasch direkt vor Edric. Und ich möchte euch jetzt einmal zeigen, hier sind die hübschen Glücksbringer. Die müssen wir jetzt einmal in einen Armreif umwandeln. 10 Stück gehen dafür weg. Und wenn wir das haben, dann können wir hier bei Edric das Ganze abgeben. Ein Geschenk für den Berater, hübscher Glücksbringer-Armreif. Gibt 5 Zeichen der Liebe. Abgeben, fertig. Was jetzt natürlich sein kann, ist, dass dieser NPC bei euch hier nicht steht. Warum kann das sein? Die Feste Grommasch hat im Laufe der Zeit zig verschiedene Phasen durchgemacht, welche NPCs dort stehen. Wenn es so sein sollte, dass Edric hier nicht steht, dann schaut euch ein bisschen um. Es kann sein, dass hier Sylvanas steht, es kann sein, dass hier Rokan steht. Dann guckt, ob diese Story-Quests für euch haben, Kampagnen-Quests, welche mit orangenem Ausrufezeichen. Und wenn ja, dann nehmt diese einmal an. Ihr müsst sie nicht machen. Annehmen, aus der Feste rausgehen, sodass die Phase resetten kann, wieder reingehen und dann sollte Edric dort stehen. So ist es mir auch gegangen. Bei mir hat das Ganze so funktioniert. Wie gesagt, Kampagnenquest annehmen, rausgehen, im Zweifel auch einmal Slash Reload eintippen, wieder reingehen und dann sollte Edric dort stehen, um die Quest abzugeben. Wichtig hier an dieser Stelle. So, die restlichen 3 Quests
Zwei Quests, Entschuldigung, können wir hier jetzt draußen beim Detektiv Schnappbolz abgeben. Auch hier bekommen wir jeweils Zeichen der Liebe dafür. Zack und zack. Was können wir jetzt mit dem Zeichen der Liebe machen? Das ist die Währung, die wir bekommen während dieses Events. Und wir haben jetzt hier einen Händler, und zwar die reizende Verkäuferin, die auch nur aktiv ist während eben dem Liebeshauchfest. Liebeshauchfest wegen dem Fest Liebe liegt in der Luft. Frühlingshauch ist das nächste Fest, das dem kommt. Auf jeden Fall können wir hier die Zeichen der Liebe abgeben. Wir können uns auch für weitere hübsche Glücksbringer-Armreife weitere Zeichen der Liebe hier kaufen. Das heißt, wenn wir jetzt ab sofort diese Sammelkiste halten wir jetzt nämlich im Inventar, Gegner töten, die uns Erfahrung oder Ehre gewähren, können wir Glücksbringer bekommen und 10 Stück können wir zu einem Armreif zusammenbinden ab sofort und diesen Armreif hier dann gegen ein Zeichen der Liebe eintauschen und eben in Zukunft auch einmal am Tag einen gegen 5 Zeichen der Liebe bei eben Edric bzw. dem Berater der Allianz. Ich weiß gerade nicht, welcher das ist. Wie gesagt, poste ich euch für die Allianz-Seite alle NPCs einmal unten in die Beschreibung rein. Einfach nachschauen. Wenn wir jetzt gerade beim Verkäufer sind, dann machen wir damit auch direkt weiter. Was gibt es alles zu kaufen? Verschiedene Parfums und so weiter. Alles nicht so interessant. Interessant wird es erst ab Seite 2. Hier gibt es einmal den Echtsilberpfeil. Da kriegen wir das Pet Cupido. Wir können uns hier auch für 40 Zeichen der Liebe ein weiteres Pet, das Liebesvogelküken, kaufen. Reizende Kleider, Abendanzug brauchen wir nachher für die Erfolge, komme ich noch zu. Und aber auch weitere Toys, wie hier zum Beispiel Picknickkorb für Verliebte. Liebesboot dann schon etwas teurer für 270 Zeichen der Liebe. Ruhestein, noch einen Toy. Schneller Blumenspraus ist das Mount, das wir zu diesem Event bekommen, hier vom Händler. Es gibt natürlich noch ein zweites, dazu komme ich auch gleich noch, also bleibt dran. Und wir können uns hier noch für entsprechende Anzahl Zeichen der Liebe Waffenaufwertungen bzw. Rüstungsaufwertungen für Erbstücke kaufen, was vielleicht für den einen oder anderen, der nicht sammelwütig ist, die Mounts und die Toys nicht haben will, interessant sein könnte, da diese Teile doch beim Händler einiges an Gold kosten und wir sie hier auch für die Zeichen der Liebe eintauschen können. Zeichen der Liebe bleiben das ganze Event lang in der Tasche, verschwinden aber mit Ende des Events. Das heißt, wir haben nur diese 2 Wochen, während das Event aktiv ist, Zeit, uns diese Zeichen hier zusammenzufahren und können das nicht über mehrere Jahre machen und die dann mal kurz auf der Bank zwischenlagern. Funktioniert leider an dieser Stelle nicht. Also wer hier die 450 zum Beispiel zusammen haben will, der sollte sich da definitiv ranhalten. Und auch hier, wie gesagt, der Hinweis über das Sammelset für hübsche Glücksbringer kann man da doch einiges noch farmen, muss man sich wie gesagt aber tatsächlich ranhalten. Als nächstes gehen wir weiter mit den Erfolgen für das Event. Die sehen hier Weltereignisse, Liebe liegt in der Luft, ist das Fest. Hier gibt es verschiedene Dinge zu erledigen, unter anderem eben die Quest zu erledigen, Cupido-Haustier holen, dann sind wir hier an der Stelle, wo ich sage, wir brauchen die Sachen wie Kleiderkarton und haltet ein reizendes schwarzes Kleid. Dafür müssen wir zum Beispiel die Sachen uns beim Händler kaufen. Wir müssen einmal den Eventboss in Burg Schattenfang noch machen, machen wir gleich auch noch gemeinsam. Und im Prinzip ist das auch schon alles, also hier ist wirklich im Detail erklärt, was man machen muss. Rosenblüten bekommen wir auch beim Händler und die dann eben auf die verschiedenen Klassenkombinationen streuen. Tipp von mir, sucht euch einen Guildmate, erstellt euch diese Klassenkombinationen, trefft euch in Orgrimmar und macht das gegenseitig, dann müsst ihr nicht ewig lang suchen. Vielleicht habt ihr auch Glück und schafft es so. Man muss das allerdings alles einmal mit einem Charakter machen, es teilt sich nicht. Das heißt, es ist am einfachsten, sich auch gerade mit den Allianz-Kombinationen einmal dann zu treffen, beziehungsweise umgekehrt mit den Horde-Kombinationen, um dann eben hier das gezielt zu erledigen. Denn im BG gibt es natürlich auch keine Garantie, dass man A, in der Hitze des Gefechts diese Kombination findet und B, dass sie überhaupt im BG auftaucht. Es sind einige Erfolge, die es gibt.
Und man muss die meisten auch erledigen, um hier den Titel zu bekommen, beziehungsweise den Sammelerfolg zu machen, damit man am Ende dann das Mount mit allen Weltereignissen bekommt. Aber hier ist es auch alles machbar. Es ist nicht sonderlich schwer. Wie gesagt, die eine Quest mit den Kombinationen ist ein bisschen zeitaufwendig. Sucht euch ein Guildmate und dann ist auch die locker machbar. Und die restlichen Erfolge sind tatsächlich alle relativ gut beschrieben, was man machen muss. Deshalb will ich da jetzt gar nicht so genau drauf eingehen. Als nächstes möchte ich mit euch noch den Event-Boss machen. Da kann man sich ganz normal über den Dungeon-Browser anmelden. Geht hier einfach auf Chemiemanufaktur Krone, meldet euch entsprechend an. Boss ist auch nicht allzu schwer. Das heißt, man kann hier als Heiler auch locker als DD reingehen, wenn man als DD-Spec dann natürlich auch einen entsprechenden Heilzauber hat, um dann eventuell doch mal Tank oder den ein oder anderen Group-Member zu heilen. Ansonsten geht einfach so rein. Und dann ist das auch einfach machbar. Wir müssen einmal den Boss hier ansprechen. Dann wird er aktiv. Und dann kann das Ganze auch schon losgehen. Als Belohnung bekommen wir dann nachher einmal am Tag auch wieder hier eine Kiste, wo ein Mount und auch noch ein paar andere Cosmetics rauskommen können. Dementsprechend seid da gespannt. Und das Mount kann aus Kisten rausgehen, die wir mit Charakteren der Stufe 50 oder höher sammeln. Ja, also hier bringt es nichts mit den Level 30 Twinks, Level 10 Twinks reinzugehen. Nein, hier müssen wir wirklich mit Level 50 oder höher reingehen. Was auch seit diesem Jahr jetzt neu ist, davor ging es nur mit der Max-Stufe, also in unserem Fall 60. Mit diesem Jahr geht es eben ab Stufe 50 schon, dass wir hier das Mount, die Liebesrakete, farmen können. Sobald dann alle drei dieser Bosse nacheinander aktiv geworden sind und liegen, bekommen wir hier eben diese herzförmige Schachtel. Das ist genau der Gegenstand, wo die Rakete rauskommen kann. Ich habe sie jetzt leider nicht bekommen, dafür noch ein paar Zeichen der Liebe. Wie gesagt, für die Währung. Von den Bossen kann man selbst auch noch ein Schmuckstück bzw. einen Hals bekommen, Stufe 158 in diesem Addon. Und dann war es das auch schon wieder mit den Boss an dieser Stelle. Wir sind jetzt wieder draußen aus der Inni und wir haben jetzt einmal alles durchgemacht. Wir haben die Questreihe gemacht, die man machen muss. Dann haben wir die ganzen täglichen Quests durchgemacht. Wir haben uns angeschaut, was die Verkäufer so verkaufen. Komplette Liste poste ich euch übrigens auch unten nochmal in die Videobeschreibung rein. Wir haben die Erfolge angeschaut und wir haben den Event-Boss uns einmal angeschaut. Wie gesagt, auch hier nochmal der Hinweis: Geht da gerne, wenn ihr als Heiler reinkommt, als DD rein, die Bosse sind nicht schwer, dann geht das Ganze etwas schneller. Schaut einfach nur, dass ihr einen Heilzauber habt, um zur Not doch auch mal zu heilen. Und dann soll es das mit diesem Video schon gewesen sein. Das war einmal der Komplettguide für das Event Liebe liegt in der Luft. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da, wäre wirklich gigantisch. Und dann bleibt mir nur zu sagen, habt ganz viel Spaß beim Spielen. Wir sehen uns im nächsten Video oder auch im Stream, wie ihr mögt. Macht's gut, bis dorthin, euer Giganti.